Hallo, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder um die kreative Umsetzung. Was kann man alles fotografieren? Dem gehen wir heute auf den Grund. Ich bin die Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und mehr gibt's nach dem Intro. Heute sind wir gar nicht weit gegangen. Hier in Ottenschlag gibt es eine ganz wunderschöne Location, der Ottenschläger Deich. Und ja, die Sabrina ist diese Woche bei mir im Praktikum und deswegen haben wir gesagt, wir werden ein bisschen was umsetzen, damit sie ein bisschen was lernt. Und gestern waren wir unterwegs, da haben wir schon einen Location-Check gemacht für die nächste Hochzeit. Und da sind wir so ein bisschen im Gespräch gewesen und da hat sie mir Folgendes gefragt. Ja, ich habe mich also immer schon gefragt, was man alles fotografieren kann. Mir fehlen immer die Ideen und deswegen habe ich die Caroline gefragt. Genau. Und das habe ich jetzt auch gleich einmal als Anlass genommen, dass man sagt, okay, eine Blume habe ich schon öfter fotografiert. Mir gehen einfach die Ideen aus, was kann man alles fotografieren. Und da habe ich ihr gleich einmal ein paar Tipps gegeben, was sie alles machen kann. Wie man jetzt auch zum Beispiel eine schlichte Blume fotografiert, da gibt es ja Möglichkeiten, Lichtsetzung, ob man sie in der Sonne fotografiert, ob man sie im Schatten fotografiert, ob man sie drin bei Fensterlicht fotografiert. Die Perspektive spielt eine große Rolle, ob man sich jetzt einfach einmal am Boden hinsetzt und in die gleiche Höhe der Blume begibt oder dass man einfach einmal von oben runter fotografiert. Das sind einmal einige Tipps. Wir werden jetzt einfach einmal ein bisschen den Ottenschläger Deich begutachten und einfach einmal schauen, Motivausschau machen. Die Daniela ist hinter der Kamera, die begleitet uns heute und wir zeigen euch, wie man etwas kreativ umsetzen kann. Genau, mein erster Tipp ist gleich einmal die Perspektive. Versucht da einfach auch ein bisschen nachzudenken, von welcher Seite kann man die Fotos machen. Hier sind wir jetzt zum Beispiel einmal ein bisschen ein Klee und man kann diese Fotos auch zum Beispiel wirklich von der Wiese, von unten, man kann sie ja reinsetzen. Bei uns geht es heute leider nicht, weil es nass ist. Ich habe Gott sei Dank einen schwenkbaren Display und kann wirklich von unten dann rauf fotografieren. Also diese Perspektive ist einmal was man ausprobieren kann oder auch einmal von oben, komplett von oben runter fotografiert. Wenn man zum Beispiel hier die Blende aufmacht, dann hat man die Blüte, die scharf ist und alles andere im Hintergrund wird dann unscharf. Also probiert da mal die von der Perspektive ein bisschen was aus. Was noch ein weiterer Tipp ist, schaut, dass vielleicht im Hintergrund einfach einmal nichts ist, dass halt einfach weiter ist. Dann wird es von selbst dann auch unscharf, wenn im Hintergrund einfach weiter mal nichts ist. Weil die meisten, die halt anfangen mit der Fotografie, die haben oft nicht so ein gutes Objektiv, das nicht so lichtstark ist und da möchte man dann oft doch noch einmal diese tiefen Unschärfe bekommen und da passt es einfach auf, so wie hier jetzt am Teich, wenn ihr die Blumen fotografiert und da weit die Weite vom See, da sieht man nichts, dann wird dann automatisch die Blume dann freigestellt. Da ist jetzt das typische Beispiel von oben die Perspektive. Ich habe die Blende auf 2,0, also ziemlich weit aufgemacht. Und hier sieht man schon rundherum, dass alles unscharf ist. Wenn du ein Makroobjektiv hast, kannst du noch näher ran und kriegst die Blume noch größer rauf. Ich mache mal einfach ein Foto. Man kann sich das jetzt auch noch einmal anschauen. Und man sieht hier schon, rundherum ist alles wunderschön unscharf und die Blume ist eben scharf. Also das wäre eine weitere Variante. Hier sind wir übrigens auch, die Sabrina hat mir super einen Schatten gemacht, somit ist das Licht einfach ein bisschen besser, als wenn wir in der Sonne fotografieren. Ja, jetzt ist es so, dass wir komplett die gleiche Situation haben, nur die Blume ist in der Sonne. Jetzt mache ich auch einmal ein Foto. Und wenn wir uns dieses Foto jetzt auch genauer anschauen, ist es nicht scharf geworden? Super, dann müssen wir nochmal machen. Sehr cool.
einfach mal anders. Genau, noch einmal zu bezoomen. Und da sieht man schon, die Kontraste sind ein bisschen stärker, weil die Sonne scheint. Also auch hier probiert es aus, in der Sonne, im Schatten, was macht das? Und am besten das Foto dann noch einmal auf dem Computer anschauen, da siehst du denn dann noch besser, was jetzt alles scharf geworden ist und was nicht. Eben, das war jetzt, waren zwei Varianten von oben fotografiert, direkt auf die Blume runter. Früher habe ich euch erzählt, nehmt einfach eine Blume, die da ganz frei steht und hinten, wenn das Wasser oben ist, dann ist es automatisch schon freigestellt. Wie gesagt, wenn man ein Objektiv hat, das nicht so lichtstark ist, so wie zum Beispiel diese Standardobjektive, die man zu der Kamera dazu bekommt, die haben eine Lichtstärke von 3,5 bis 5,6. Ich habe jetzt einmal meine Kamera auf 5,6 eingestellt, mache euch ein Foto und kann es euch dann auch gleich zeigen, wie das Beispiel ist, dass der Hintergrund eben schon unscharf ist, obwohl die Blende so weit zu ist. Mit der Spiegelreflexkamera hat man ja einfach die Möglichkeit, dass man mehrere Fotos macht und zu Hause dann anschaut, was alles dann entstanden ist. Und so kann man dann durch die verschiedenen Varianten, wenn man nur eine Dolde nimmt oder mehrere, dann kann man eine super Collage damit machen. Super, da sind wir jetzt bei dem Steg und da haben wir schon wieder ganz eine andere Möglichkeit, Blumen zu fotografieren. Zum Beispiel hier kann man die Länge gleich einmal ausnützen, einerseits um entweder gerade das Foto zu machen oder einfach ein bisschen schräg zu stehen. Ich werde da mal das Foto machen, damit die Daniela das dann später einblenden kann. Und so hat man zum Beispiel hier, siehst du gleich einmal, diese Schräge, der Bildaufbau, das ist ja oft so, dass von links unten geht der Pfeil nach rechts rauf, wo der Blick hinfällt, oder von links oben nach rechts unten. Und so geht jetzt eben auch der Strich und wirkt auch gleich wieder attraktiver für das Foto, schaut ja ganz anders aus. Hier würde ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mit einem 55mm Objektiv fotografiert, da würde ich eventuell noch ein Makro nehmen, damit man die Blumen dann noch ein bisschen größer sieht, weil da gehen sie ein bisschen unter. Also wir würden da jetzt ein paar größere Blumen brauchen, aber es ist jetzt einfach nur für das Beispiel. Wir haben schon wieder Gäste. Früher haben wir einen Hund gehabt, der zugeschaut hat, einen Golden Retriever. Hier sind die Fische, die hungrig sind. Also echt spannend heute. Sabrina, ich würde jetzt einfach vorschlagen, du machst einmal mehrere Fotos, zum Beispiel von vorn oder von der Seite. Versuchst du einfach ein bisschen ein paar verschiedene Perspektiven raufzukriegen. Auch da bei der Seite hat man da die Sprossen. Also die sind sicher, schauen sicher ganz gut aus mit Lichtschatten und dann mit Schwarz-Weiß. Ich lasse dich da einfach einmal werken, probiere einfach ein bisschen was aus. Ich lasse dich da zu, komm noch. Genau, auch da kannst du wieder diese Linien nützen, gell, die so schräg laufen, das ist auch super. Und da pass ein bisschen auf, dass du sagst, okay, die Blume soll einfach entweder irgendwo bei der Seite sein, also nicht nur immer in der Mitte vom Foto, sondern irgendwo bei der Seite, dann wirkt es auch wieder attraktiver. So weit kommst du gar nicht hin, gell? Genau. Da kannst du dir einfach vorstellen, als wäre das ein Gitternetz und immer wenn das Gitternetz ein Kreuz macht, also es wäre da, da oder da und da, da ist es dann attraktiv, wenn die Blume platziert ist.
Genau, du hast jetzt auch schon einmal die Blume fixiert und jetzt stulpe ich noch einmal diese Plastikflasche drüber und jetzt entsteht ein ganz cooler Effekt. Nochmal. Genau. Sehr cool. Eine weitere Variante ist einfach ein ganz simpler Strumpf. Wir haben da ein Loch reingemacht. Diesen Tipp habe ich letztes Mal von meiner Kollegin bekommen. Und mit diesem hautfarbenen Strumpf hat man dann auch die Möglichkeit, diesen Retro-Look zu bekommen. Also ein natürlicher Filter, sagen wir mal so. Und auch so kann man dann wieder die Blume fotografieren. Und man hat auch so ein bisschen einen rauchigen Effekt. Also nicht nur, dass es braun ist, sondern dass es auch so ein bisschen rauchig wirkt. Magst du mir die Blume einmal halten? Genau. Hier mit dem Strumpf könnt ihr dann einfach schauen, wie viel wollt ihr jetzt herzeigen. Soll mehr verdeckt sein oder weniger? Einfach einmal ausprobieren. Und dann einmal ein paar Fotos machen, dann seht ihr gleich schon, wie verschwommen es rundherum eben dann auch ist. Und da hat man gleich einen natürlichen braunen Effekt. So, den Strumpf packen wir jetzt wieder ein. Und ja, ich hoffe, es war einiges Neues für dich dabei, damit du ein bisschen was ausprobieren kannst, noch ein bisschen kreativer alles umsetzen kannst. Sabrina, hast du irgendwas Neues dazugelernt? Ja, von vielen Perspektiven kann man auf jeden Fall so einiges fotografieren. Super, du kannst dir ja in Zukunft dich jetzt einmal ein bisschen austoben, verschiedene Objekte verwenden, nicht nur Blumen, sondern auch was anderes und ja, wünsche dir viel Spaß. Danke. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like oder über einen Kommentar. Sind wir natürlich auch immer froh. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet, abonniert meinen Account auf YouTube. Ist das Abonnieren immer gratis. Und ja, dann freuen wir uns schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss, Baba!